Na gut, wir wollten los und zwar nach da oben. Also Nordwesten und da werden wir fliegen müssen. Nord. Das im Lampenöl nervt ein bisschen. Ja, aber gut, geht nicht anders. Also Nordwesten. Währenddessen in Lua sprechen und schon mal PK rausholen. So, wir müssen jetzt da oben rauf. Ich probiere es mal kurz mit Springen. Wir werden vergiftet. Fliegen. Hoch, hoch, hoch. Diese dummen Tentakelviecher. Erwischen dann immer, wenn man es nicht gerade haben möchte. So. Oh, oh, oh. Plündern. Haben wir hier irgendwo Lampenöl zwischen? Gold schleudern, Steine, Essen. Ein perfekter goldener Ring. Magischer silberner Ring. Und der perfekte Eisenring. Okay. Und das ist zu schwer für uns. Trotzdem hätte ich das ganz gerne. Dahin. So. Ja, es schmeckt ein wenig fad, aber das ist egal. Hauptsache, wir können nachher besser schlafen. Geh auf. So, noch mehr Gold, Steine, Gold, 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 Gold. Komm schon, irgendwo in der Ecke muss doch Lampenöl liegen. Da oben brennt schon sehr lange ein Lagerfeuer. Ein. Ja, ist immer noch zu schwer. Wir sollten den Helm einfach liegen lassen, aber der kommt bestimmt ein Gegner, der nur auf den Kopf zielt. So. Du bist zu voll. Ja, okay, das reicht mir vollkommen. Dich kriegen wir auf durch das da. Oder gab es hier schon eine Tür? Nein. Also Norden, rechts rum, beim Magier rein und oh. Ja. Gucken, wie weit ich den Weg noch so einigermaßen rausbekomme. Also, rechts rum. Da nicht. Hier ist nur eine Spinnenfalle. So. Eigentlich müsste es, glaube ich, nur einen einzigen Weg geben. So, Norden. Jetzt machen wir einen Schwenk nach Osten. Wir müssten eigentlich gleich bei dem Magier rauskommen. Der nicht mehr da ist. Ich hätte schwören können, der wäre hier. Ja. Hat das irgendwas damit zu tun, dass wir den anderen Magier umgebracht haben? Oder ist er jetzt nur ein bisschen rumgetappert? Sehr komisch. Und verdächtig. Na gut. Weiter, 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 weiter. So, hier kamen die ersten Tore und Türen. Hier hinter haben wir Goblins und Trolle. Sollten wir vielleicht mal IPM einmal heilen. Immer noch schwer vergiftet. Ja, nee. Ich will nicht schwer vergiftet in den Kampf gehen und später eventuell daran zugrunde gehen. Gift es weg. Jo. Sowas von weg. Dann neues Licht und dann probieren wir den Schlüssel aus. In Lore. IBM. Und erstmal ohne Schlüssel. Das wissen wir aber eigentlich schon, dass es nicht klappt. So. Du. Schließt es auf. Sauber. Kommt her, ihr kleinen, grauen, Steine schmeißenden Dinger. Dich ignorieren wir erstmal. Der Troll hält zu viel aus. Erstmal den kleinen Kram hier. Warum hält er nach 5 Schlägen und ist immer noch grün? Oh. Okay, ich hab nichts gesagt. 3. 4. Springst du auch gleich von grün auf tot? Fast so aus. Jetzt ist er gelb. Das sind sehr garstige Goblins. So,
So, Troll noch. Oh ja, schön viel Blut. Das müsste eigentlich sagen, wie viel Schaden er genommen hat. Komm schön seitlich. Nicht fliehen, du Wattroll. Komm, du musst in die Ecke, sonst hampelst du hier zu viel rum. Da. Sieht aber fast so aus, als wenn hier gar nichts wäre. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Die zwei Räume, wo ich immer geglaubt habe, dass es weitergeht. Es ist nicht wirklich irgendwas drin. So, tot. Irgendwas dabei. Noch mehr Essen und ein Stein. Der wird vom Goblin sein. Heilung. Heilung. Da ist eine Tür. Ja, die führt zu dem anderen Bereich. Jetzt beide Türen führen zum selben Ding ins hier. Okay, also nach Westen. Zu einer neuen Tür, die offen ist. Okay. Sieht sehr verdächtig aus mit den zwei Gittern. Das ist definitiv das Gefängnis. Das heißt, hier wird jetzt irgendwo der Bruder sein von dem Magier, der verschwunden ist. Abgeschlossen. Offen. Grack ist... Leichenwurm. Sehr schön. Wenn ich ein Gefangener wäre, würde ich glaube ich was anderes machen, als irgendwelche Leute auf der Wand zu verfluchen. Aber okay. Die andere Zelle war irgendwie sympathischer. Komisch, dass sie alle leer sind. Also auch keine Gebeine oder so drin. Dies ist mein Todesfluch, geschnitzt in Stein auf denjenigen, der es liest. Ich bin nun tot. Okay, was habe ich dafür zu tun? Oh, eine Schriftrolle. Die irgendwas macht. Piece of wood, das erste Gebein, sonst nichts. Wie viele Zellen haben wir hier? Ist bestimmt in der hintersten. Ich sollte gleich zur hintersten laufen. Antimagie plus Antimagie gleich noch. Ja. Klick. Oh. Du musst der Bruder sein. Irgendwie hätte ich eigentlich einen Magier erwartet. Wer bist du? Bist du hier, um mich zurück in die Minen zu bringen? Aber nein. Du bist nicht einer von diesen. Bist du hier, um uns zu retten? Ja, natürlich. Aber es könnte eine Weile dauern. Warum könnte es eine Weile dauern? Wir haben den Magier schon umgebracht. Dann bist du also ein Gefangener wie der Rest von uns. Das stimmt alles nicht mehr. Das ist jetzt ein kleiner... logischer Fehler. Sie haben die Prinzessin befreit, wir dürften also jederzeit raus. Wir sind also nicht mehr gefangen. Und wir könnten auch jederzeit aus dem Gebiet hier raus, weil der Magier tot ist und fast alle seine Handlanger. Ja, wir haben uns nur entschieden, hier drin zu bleiben, weil wir den Dämon aufhalten wollen. Den Slasher of Veils. Na gut. Warum bist du hier gefangen gehalten worden? Tybalk hält uns hier fest, um in den Minen zu arbeiten. Ja, Tybalk ist tot. Ich muss mich um diesen Tybalk kümmern. Ah, ein Held, ha? Huh? Na super. Was meinst du damit? Was ich damit meine, ist, dass Tybalk Helden zum Frühstück frisst. Ja... Und was genau meinst du damit? Oder was genau hat er gemacht? Ich bin kein Zauberer. Was immer er vorhat, es kann nichts Gutes bedeuten. Also eigentlich wollte er da so einen Dämon aufhalten.
Ja, das war jetzt eine sehr sinnlose Unterhaltung. Du kannst gehen. Typerl ist tot, der Weg nach draußen ist frei. Das hätte ich eigentlich nur sagen wollen. Kein Wort von dem Bruder. Also war das wohl doch nicht der Bruder von dem NPC? Nee, nicht auf den Boden schmeißen. Du sollst das Ding benutzen. Nix, nicht mal eine Inschrift. Bin ich jetzt irgendwie enttäuscht. Passt nicht. Ah, okay. Wollte schon sagen. Noch einer. Bolinard. Hä? Was machst du hier? Ich bin hier, um dich zu retten. Ich versuche, die Welt von einem mächtigen Dämon zu befreien. Beides? Ich bin hier, um dich zu retten. Ich bin es nicht wert, gerettet zu werden. Du solltest etwas anderes zu tun finden. Naja, eigentlich habe ich was anderes zu tun. Britannia von einem riesigen Dämon zu befreien. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, diesen Dämon zu töten. Aber ich kann dir auf eine andere Art helfen. Oder ich würde dir auf eine andere Art helfen, wenn ich kann. Hast du irgendwelche hilfreichen Informationen? Der kann eine Karte zeichnen. Weißt du was? War eigentlich nicht. Wenn du mir eine Karte zeichnest, weiß ich nicht, wo ich schon war und wo ich noch hin muss. Ja, ich muss weg. Die Gefangenen hier sind alle ziemlich sinnlos. Kommen wir da hier? Genau, und deswegen ist es wichtig, dass er uns keine Karte gezeichnet hat. Sonst wüsste ich nicht, wo ich lang müsste. So, hier waren wir eben gerade drin, aber die Karte da sah komisch aus. Also will ich mir kurz die Wände angucken. Nee. Wäre auch ziemlich albern, einen Geheimgang in einem Raum mit einem NPC zu stecken. Weil die haben nichts Besseres zu tun den ganzen Tag, als die Wände anzustarren. Wenn da irgendwas faul wäre, würden die das rausfinden. Außer sie sind ein NPC in Oblivion. Ein Zwerg namens Monden. Hallo, Zwerg. Du bist bestimmt nicht der Bruder von dem Magier. Ich werde dir nichts verraten, du Diener von Tybal. Dies ist Tybals Blut auf meiner Waffe, du Trottel. So, da ist jetzt der Avatar ein wenig ausfallend geworden, aber das musste sein. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Na, du kannst mir nicht helfen. Meine Freiheit ist nicht wiederhergestellt durch das Aufschließen dieser Barren. Denn ich bin krank und ich kann nicht weiter meiner Aufgabe folgen, den Schlüssel zur Courage zu finden. Courage, Courage, Courage. Wir haben ganz viele Sachen, die mit sowas zu tun haben. Aber Courage? War das das Buch? Der Alkohol würde passen. Okay, ich werde deine Quest übernehmen. Für wahr? Denn ich weiß jenes. Nee, dann weiß jenes. Ich glaube, der Eingang liegt direkt nördlich von genau diesem Punkt. Was weißt du noch von dem Eingang? Eine verschlossene Tür blockiert den Weg. Aber ich habe den Schlüssel noch hier in der Zelle versteckt. Der Schlüssel zu dem Schlüssel, wenn man das so sagen möchte. Darf ich den Schlüssel haben? Ja, okay. Dankeschön. So, der Schlüssel kommt jetzt dahin, du kommst dahin. Der erste hilfreiche NPC. Und genau nördlich von hier. Ja, da. Okay, das macht Sinn. Weil das ist schwierig, da hinzukommen. Das mussten wir jetzt schon dreimal lernen, dass es schwierig ist, da hinzukommen. Letzte Tür. Da wird bestimmt der Bruder drin sein. Klick. Nein, nicht hinwerfen, Avatar. Aufmachen. Und das ist ein Magier. Hallo?
Okay. Du musst derjenige sein, der Tybal umgebracht hat. Gut, gut. Ich habe sein von dannen Schreiten gespürt. Aber hatte Angst gehabt, dass ich hier reingelassen werde. Wer bist du? Ich bin Gurstang. Gurstang, ich habe deinen Kollegen Illumo gefunden. Ah, okay. Bruder, nicht Bruder. Das macht mehr Sinn, okay. Er sorgt sich um dich. Illumo. Also Illumo hat dich über mich erzählt. Gut, das heißt, ich kann dir vertrauen. Ich denke, ich habe herausgefunden, wo der Schlüssel ist. Der? Klasse. Erzähle Illumo Folanai. Er weiß, wo er suchen muss. Und kann erklären, was getan werden muss. Das sollte ich aufschreiben, glaube ich. Folanai. An NPC. Der NPC heißt Illumo. Okay. Aber ich wüsste nicht, welchen Schlüssel er meinen könnte. Also außer den hier. Und es gibt nur noch eine Tür hier, richtig? Nee, da ist noch einer. Ha. Wie kamen wir da hin? Ach, das ist wieder so ein Zickzack runtergelaufen. Ich glaube vom Imp. Na gut, das müssen wir dann sehen. Wir laufen jetzt erstmal hier durch die ganzen... Oh. Wir laufen erstmal zu den anderen Zellen, die da noch sind. Und danach laufen wir zu der Tür hinter dem ganzen Lava-Gespringe. Ah, ist das schön, endlich wieder voranzukommen. Klick. 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 Wirst du wohl mal. Und ein paar Steine auf dem Boden und Knochen. Ah, okay. Haha, eine Abkürzung. Das ist doch mal praktisch. Vielen, vielen Dank, Spiel. Obwohl, warte mal, wir können jetzt ja fliegen. Also, schlafen. Ich wollte gerade sagen, wir sollten am besten jetzt abspeichern, damit wir nicht runterfallen und den ganzen Weg normal laufen müssen. Das wäre ein wenig albern. Aber müssen wir gar nicht. Wir machen erstmal Licht. Dann machen wir Pika. Und fliegen einfach rüber. So, du Tür. Auf. Was erwartet uns jetzt hier? Also irgendwo muss er Dämon noch seine Waffe aufhalten müssen. Hoch? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich würde sagen, ich speichere jetzt mal ganz kurz ab und wir sehen uns gleich wieder.